Hallo ihr Lieben, wir sind heute für euch auf der FIBO in Köln. Du bist so groß, ich komme mir vor wie der kleine Hobbit, hör mal. Ja, seit dem letzten Jahr also bin ich von 127 Kilo jetzt auf 114 Kilo runter. Ja. Okay. Ja. Die Muskeln sind immer noch da, also das ist noch alles. Alter. Es ist generell immer so dieses Klischee-Denken, so ja, aufs Maul hauen, sag ich mal, genau. Das wollte ich so jetzt nicht sagen. Ich rauche nichts, ich trinke keinen Alkohol, also ich ernähre mich relativ gesund. Alkohol ist ein gutes Stichwort. Bist du dieses Jahr wieder im Ballermann? Freunde, es gibt Hoffnung für die Vegetaristen unter uns. Wir sind jetzt hier in der Futterhalle und es gibt hier ganz viele leckere Sachen. Ich habe ganz viel Grünes gesehen, ganz viel Pflanzliches. Es gibt auch Proteinshakes mit Soja. Wenn ich dich so von hinten sehen würde, würde ich sagen, okay, da geht zwei, dreimal die Woche ins Fitti. So, ich begehe jetzt gerade so ein bisschen videotechnischen Selbstmord, weil ich mich nämlich in die hübsche Fernanda Prendao gesetzt habe. Ich wollte schon immer mal einen Boxer fragen, was denkt ihr eigentlich, wenn ihr im Ring gegenübersteht und macht dieses Downstaring? Ich denke mir jedes Mal, geht er nochmal die Einkaufsliste durch oder ist er wirklich so fokussiert? Okay, das heißt, wenn ich solche Oberarme haben möchte, ziehe ich mir so einen Anzug an. Ja, und dann, so, nein, nicht. Ja genau, und dann wirst du zum Supermann. Ja, so schnell geht's nicht. Also hast du jetzt irgendwie schon einen Kampftermin, wo du dich noch vorbereitest oder ist noch alles ein bisschen in der Schwebe? Ich komme jetzt gerade aus einem Titelkampf. Also verdammt, ich habe es nicht verfolgt, es tut mir leid. Alles gut. Nein. Ich hoffe, du hast gewonnen. Ja, natürlich hast du gewonnen. Ist er hier. Ich habe deine DVD zu Hause, dieses Ginger. Ne? Und ich muss sagen, der Anfang, also das Warm-up habe ich noch hinbekommen, danach hatte ich irgendwie Knoten in den Beinen. Ich bin da, vielleicht fehlt mir das brasilianische Blut so ein bisschen. Letzte Frage, ich möchte nicht platt daherkommen, aber darf ich mal anfassen? Ach du Scheiße. Ja, ist so wie bei mir.